Ja, hallo Frau Neubrunner. Heute interessiert mich die Frage, wie wichtig ist Haptonomie, nicht nur in dem ersten Lebensjahr, und wie wichtig ist es auch in der Fremdbetreuung? Kann die Fremdbetreuung das auch leisten? Wie stehst du zu dem Konzept der Krippen derzeit? Ist es umsetzbar? Und was sind da entwicklungspsychologische Erkenntnisse, die einfach zu wenig Beachtung finden? Das ist ja jetzt eine ganze Haufen Fragen. Ich fange mal mit der Haptonomie an. Haptonomie ist ja für diejenigen, die das jetzt nicht schon mal eben gegoogelt haben, eine spezielle Art, wie das Kind schon im Mutterleib willkommen geheißen wird und wie es auch während und nach der Geburt in seiner eigenen Kraft eigentlich unterstützt wird und auch der Vater eingebunden wird. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich kenne auch persönlich mehrere Kinder, die eben haptonomisch zur Welt gekommen sind. Diese Fragen, diese verschiedenen Methoden, da könnte ich jetzt auch nennen, Langzeitstillen oder Familienbett oder Tragen oder Windelfrei oder alles Mögliche. Das sind alles ganz interessante Aspekte von Kindererziehung, mit denen sich aber der Neufeld-Ansatz im Grunde nicht befasst. Denn mal angenommen, wir hätten ein Elternpaar, die eben gerne ihr Kind haptonomisch begleiten wollen oder die gerne alles Mögliche für ihr Kind tun wollen, eine bestimmte Methode verfolgen. Das kann wunderbar sein, aber ob sozusagen die zentralen Bindungsbedürfnisse des Kindes erfüllt werden oder nicht, hängt nicht von einer solchen Methode ab. Denn es ist auch eine Mutter denkbar, nur um das zu veranschaulichen, oder ich erlebe es auch, die mir sagen, sie waren noch nie länger als eine halbe Stunde von ihrem Kind getrennt und sie haben es 3 Jahre gestillt und es geht nur in handgestrickter Demeterwolle und isst nur das und das und sie nehmen sich alle Zeit der Welt und pipapo. Und trotzdem zeigt dieses Kind massive Symptome von unsicherer Bindung. Das heißt, auch es ist eine Mutter denkbar, die ihr Kind abends in das Gitterbettchen packt und da eher robust umgeht und sagt, ja, ich komme jetzt noch dreimal rein, aber dann ist auch Schluss und dann so irgendwie, wo wir denken würden, na ja, das wäre aber doch eigentlich besser, sie würde dem Kind die Nacht überbrücken, die aber so viel Wärme und fürsorgliches Alpha ausströmt, dass das Kind trotzdem entspannter ist als eine Mutter, die von den Methoden her alles richtig macht, ja, aber dabei panisch ist, unsicher, ihr Kind ständig fragt, ob es so richtig ist. Und das ist sozusagen, das ist ganz wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Und deswegen könnten wir jetzt über Haptonomie und über ganz viele Methoden sprechen. Und die haben alle, da kann man alles Mögliche dazu sagen. Aber ich kenne zum Beispiel auch, es gibt Mütter, die sind selber Kontergankinder und haben überhaupt, können ihr Kind nie in die Arme nehmen, weil sie gar keine richtigen Arme haben. Trotzdem können sie ihren Kindern totale Geborgenheit vermitteln. Das heißt, Gordon Neufeld sagt ja immer, es kommt nicht so sehr darauf an, was wir tun, sondern wer wir sind für unsere Kinder. Ja? So ein bisschen harmloser Vergleich, wenn die Mutter jetzt morgens, bevor sie ihr Kind weckt, sich die Zähne putzen würde und ein Deo benutzen würde und sich noch ein bisschen hübsch machen würde, damit sie ihrem Kind auch gefällt. Jeder von uns weiß, kleine Kinder lieben ihre Mamas, auch wenn sie sich noch nicht die Zähne geputzt haben und auch wenn sie nach Schweiß riechen und auch wenn sie, was weiß ich, nicht so aussehen, wie man aussieht. Darum geht's gar nicht, ja? Und so ist es eben mit all diesen Methoden auch. Und natürlich ist es eine wichtige Frage, wie mache ich das und das und das mit meinem Kind und bringe ich mein Kind so zur Welt oder so oder so oder so? Und lasse ich es impfen oder nicht? Oder all diese vielen Fragen, vor denen Eltern heute stehen. Man muss aber wissen, dass die entscheidende Zutat für das Gelingen der kindlichen Entwicklung
diese Geborgenheit ist, die das Kind hat. Und das ist einerseits, ich habe es jetzt im Grunde negativ formuliert, die beste Haptonomie und das Vollkorn, freilaufend, sonst wie Kind, nützt alles nichts, wenn die Mutter nicht dieses warme, fürsorgliche ausstrahlt oder die Erzieherin oder um wen es jetzt geht. Umgekehrt können wir uns aber auch sagen, auch wenn wir feststellen, gerade wenn unsere Kinder schon älter sind, oh, das habe ich alles nicht gewusst und ich habe weder Familienbett noch dies, noch das, noch jenes, sondern ganz herkömmlich, ich habe mein Kind auch nicht getragen, sondern im Buggy gehabt und der Buggy war auch noch falsch rum, sodass das Kind nicht sehen konnte oder irgendwie sowas. Es ist alles nicht so entscheidend, ja, sondern entscheidend ist, hat mein Kind das Gefühl gehabt, Mama ist überhaupt der Fels in der Brandung und so. Und das hängt gar nicht so stark davon ab. Und das gibt uns einerseits eine Freiheit, also im Sinne von, wir dürfen auch im Umgang mit unseren Kindern es so einrichten, dass wir dabei nicht auf der Strecke bleiben. Also es ist nicht nötig, dass wir für unser Kind dreimal am Tag drei verschiedene warme Mahlzeiten zur Auswahl kochen, um ein Beispiel aus dem realen Beratungsleben zu bringen. Daran hängt das Glück des Kindes nicht. Im Gegenteil, so ein Kind ist vielleicht total unruhig und genervt, weil es spürt, diese Mama ist unsicher. Und ich habe mal gehört, dass es bei Pferden so sind. Pferde sind ja Fluchttiere selber. Und wenn man jetzt auf Pferde zugeht und sie haben, und man hat selber Angst, das spürt das Pferd. Und dann wird das Pferd ganz unruhig und ängstlich, weil es nicht im Traum auf die Idee kommt, dass wir Angst vor ihm haben. Denn es weiß ja, dass es eigentlich nur Gras fressen will und so. Sonst denkt, Mensch, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, sonst hätte der nicht so eine Angst. Ist vielleicht ein Löwe irgendwo. Und so geht es unserem Kind auch. Wenn wir unsicher sind und panisch, was falsch zu machen und so, dann merkt das Kind, oh, irgendwas ist offenbar ganz grundlegend nicht in Ordnung, auch wenn das nur unsere eigene Angst ist. Und diese Unsicherheit ist etwas, was heute mit zunehmender Tendenz sehr weit verbreitet ist, aus vielen Gründen. Sie erleben das als Erzieherin ja sicherlich auch, diese Unsicherheit der Eltern. Das hat zum einen den ganz simplen Grund, dass die meisten jungen Eltern schon in einer Art und Weise aufgewachsen sind, dass sie wenig Kontakt mit anderen kleinen Kindern hatten. Ja, nur erst wenn dann die eigenen Freunde und so dann, aber dann sind sie alle schon so groß, während ich jetzt meine Generation früher, da gab es auch so viele Kinder, ne? Ich bin aus der geburtenstarken Jahrgängezeit, das hat man so viel mitgekriegt von den eigenen Geschwistern und von den Geschwistern der anderen und so weiter. Da war so eine gewisse Selbstverständlichkeit da. Und heute sitzen die Mütter bis zum Beginn des Mutterschutzes in ihren hoch ausgebildeten Spezialtätigkeiten und haben unter Umständen, wenn's extrem läuft, noch nie gesehen, wie ein Kind gestillt wird, zum Beispiel, ja, oder gewickelt wird. Und das macht eine ganz große Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, das ist eigentlich das, was Kinder daran hindert, sich zu entspannen und gut einzuschlafen und so weiter und so weiter. Was nicht heißt, dass man Kinder ruhig im Keller anketten kann und Hauptsache man ist ein fürsorgliches Alpha, ja. Aber das ist ja auch kein fürsorgliches Alpha, das weiß ja jeder, ne? Nur diese, sozusagen diese Suche nach, was muss ich alles machen und unbedingt und das und das und das und wenn ich jetzt nicht das richtige Tragetuch habe und wenn ich das nicht schaffe, es so und so lange zu stillen, dann habe ich schon irgendwie meine Aufgabe nicht erfüllt. Diese Unsicherheit ist eigentlich viel, viel schädlicher, wenn man da überhaupt von Schaden sprechen will, für das Kind, als wenn man, naja, mal ungeduldig ist und mal sein Kind dann doch leider anbrüllt. Natürlich ist es nicht gut, ganz klar, das weiß man aber auch. Ja. Und Neufeld sagt, wir stolpern eben alle und wichtig ist nur, dass wir in die richtige Richtung stolpern. Ne? Ja. Und dass wir wissen, naja, das war jetzt wirklich nicht so gut und ich möchte eigentlich mein Kind nicht anschreien und so. Und ich kann auch sagen, du, Mama hatte heute keinen guten Tag, es hat eigentlich mit dir gar nichts zu tun, ich habe dich immer lieb, aber ich habe gerade Kopfweh oder so, ja. Einfach es wieder ausbügeln und dem Kind vermitteln, ich habe dich trotzdem lieb, denn das ist sozusagen
Vitamin B wie Bindung, so heißt ja auch einer der Neufeld-Kurse, das ist die entscheidende Zutat. Egal, ob jetzt Haptonomie oder Kaiserschnitt oder Beckenendlage oder was auch immer. Ne? Natürlich hat das alles eine Auswirkung. Ich will jetzt nicht sagen, ach, ist alles ganz egal, überhaupt nicht. Aber das Entscheidende und das Entscheidende, also sozusagen die Aufgabe des Neufeld-Ansatzes, ist es eben im Grunde, dieses intuitive, ich möchte für mein Kind sorgen und ich habe eigentlich, ich kenne mein Kind am besten und ich weiß und fühle, was für mein Kind gut ist, was wir alle von der Natur als Instinkt mitgegeben haben, dem vertrauen viele Mütter und Erzieherinnen heute nicht mehr. Und auch das ist ganz verständlich, nicht nur aufgrund der fehlenden Erfahrung, sondern auch deswegen, weil wir heute ja alle sehr stark ausgebildet sind. Wir gehen 12 Jahre zur Schule, bis wir 18 sind und so weiter. Und in der Schule lernen wir nicht auf unser Gefühl zu hören, sondern wir lernen rational zu begründen. Das heißt, wir sind alle sehr stark damit beschäftigt, uns nach unserem Kopf zu richten. Und wenn im Kopf das Richtige drin ist, was zu unserem Gefühl passt, dann ist das super. Und das ist eben sozusagen die große Stärke des Neufeld-Ansatzes, dass er die auf wissenschaftlicher Grundlage erläutert, was Kinder wirklich brauchen, ja, was die Forscher herausgefunden haben für ihre Entwicklung. Und das passt zufällig, weil wir ja darauf designed sind, unsere Kinder gut großzukriegen, passt das genau zu dem, was wir eigentlich auch so intuitiv fühlen. Und dann ist es leichter für uns, unserem Gefühl zu folgen. Wenn aber in unserem Kopf was anderes drin ist, nämlich, ach, das ist alles so ein Muttermythos und Kinder brauchen eigentlich nur andere Kinder und Eltern nehmen sich viel zu wichtig und je eher das Kind wegkommt in eine Institution und in eine große Gruppe, umso besser, umso eher lernt es das, dann entspricht das eigentlich unserem Gefühl, aber wir haben das halt gelernt und dann müssen wir uns entscheiden, folgen wir unserem Herzen oder folgen wir unserem Kopf. Und egal, was wir dann machen, sind wir immer in einem Dilemma. Wir sind immer entzweigerissen. Und in meinen Kursen, und du erlebst das sicherlich in deiner Praxis auch, es gibt die Mütter oder die Eltern, die sich nach ihrem Kopf richten, aber eigentlich fühlen sie sich nicht wirklich wohl damit. Ja? Sie verteidigen sich die ganze Zeit und wirken dann oft so ein bisschen hart, aber muss man das halt machen und das Leben ist kein Ponyhof und so, aber eigentlich wären sie viel lieber anders zu ihrem Kind, weicher. Das heißt, sie fühlen sich eigentlich nicht wirklich wohl damit. Und dann gibt es die Eltern, die Gott sei Dank ihrem Herzen folgen und vieles intuitiv machen, aber die fühlen sich auch nicht wohl, weil sie die ganze Zeit das Gefühl haben, ja, eigentlich müsste ich das aber anders machen. Und andere Kinder, die schlafen schon ganz alleine durch und übernachten schon 3 Wochen sonst wo. Und ich mache das gar nicht richtig, ich bin eine Gluckenmutter und so weiter. Das heißt, Kopf und Herz passen nicht zusammen. Und egal, was wir machen, ob wir dem Herzen folgen oder dem Kopf, wir sind immer zwiegespalten. Und das ist das, weshalb ich meine Lebenszeit dem Neufeld-Ansatz widme oder einen beträchtlichen Teil meiner Lebenszeit. Das ist das Schöne, wenn ich sozusagen zurückgehe dafür, Moment mal, wie ist denn eigentlich die Entwicklung des Kindes von der Natur angelegt? Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Und wenn ich das weiß, dann passt es erstens zu meiner Intuition, denn die hat ja nichts anderes, hat ja die Evolution über Instinkte und so weiter in mir verankert. Und dann kann ich nämlich die Umgebung, ob es jetzt eine Krippe wäre, damit komme ich dann zur nächsten Frage, oder eine Kita oder eine Tagesmutter oder die Oma oder ich bleibe selber zu Hause für mein Kind, dann kann ich die Umgebung, in der das Kind sich aufhält, so einrichten oder die Umgebungen, wenn es mehrere sind pro Tag, dass diesen Bedürfnissen damit gedient wird. Und dann muss ich nicht irgendwie zwanghaft zurück auf die Bäume oder zurück in die Steinzeit oder zurück wie vor 150 Jahren alle Mütter irgendwie bitteschön müssen jetzt so und so leben und so. Und ich muss auch nicht zwanghaft alles ganz anders machen, sondern ich kann gucken,
mein Kind, ich, meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse des Kindes stehen natürlich im Mittelpunkt, denn für das Kind sind die ersten 6, 7 Jahre zentral. Für mich sind es 6, 7 Jahre in meinem langen 90-jährigen Leben. Ich bin aber schon erwachsen. Okay, mein Kind und seine Bedürfnisse. Was kann ich unter meinen Umständen mit diesem speziellen Kind und seinen speziellen, einzigartigen Bedürfnissen tun, damit es sich optimal entfalten kann? Und wenn wir dann dieses entwicklungspsychologische Wissen haben, dann brauchen wir keine Regeln mehr. Und sagen, nein, auf gar keinen Fall, nie das Kind in die Krippe, das Kind geht zwangsläufig zugrunde oder macht überhaupt nichts, sondern es kommt auf das Kind an, es kommt auf die Krippe an, es kommt auf die Erzieherin an, weil Krippe ist ein Grenzfall. So, das, was bei uns heute unter der Bezeichnung Krippe läuft, erfüllt in aller Regel nicht die entwicklungspsychologischen Bedürfnisse von kleinen Kindern, einfach weil Kinder unter 1 Jahr und unter 3 Jahren, mindestens eigentlich unter 6 Jahren, individuelle Ansprache brauchen und individuelle Betreuung. Das Maximale wären kleine, gut altersgemischte Gruppen von 3, 4 Kindern, die aber nicht alle 1 Jahr alt sind. Ne? Das weiß man auch eigentlich, aber da ist natürlich, und das ist auch nicht das Thema der Neufeldarbeit, da kommt dann die Ökonomie ins Spiel. Und wenn wir, oder ich versuche ja, dieses entwicklungspsychologische Wissen an so viele Menschen wie möglich zu bringen, und zwar an die, die es wissen wollen. Die anderen lasse ich in Ruhe, weil die wollen es nicht wissen. Je mehr Eltern und Erzieher und Lehrer und Therapeuten und Hebammen und so weiter das berücksichtigen und das wissen und im Einklang mit ihren Gefühlen handeln und das auch einfordern, umso eher kann sich da was ändern. Umgekehrt, selbst wenn es mir gelänge, Frau Merkel über Nacht dazu zu bekehren, dass sie sagt, ab jetzt setzen wir auf den entwicklungspsychologischen Ansatz, das würde nichts nützen. Denn das zentrale Bedürfnis unserer, also es wäre natürlich schön, ja, klar, weil dann die Gelder richtig fließen würden, aber das alleine würde eben nichts nützen, um das mal zu präzisieren. Aber denn das, der Punkt ist, das zentrale Bedürfnis von Kindern ist Bindung. Und zwar Bindung an bestimmte Personen, an einzelne Menschen. Und diese einzelnen Menschen müssen ihnen eben dieses Geborgenheitsgefühl vermitteln. Und dann können die Kinder sich entwickeln. Und wie vermittle ich einem Kind Geborgenheit? Indem ich es so fühle, ach, du, ich bin die Große hier und ich, egal, ob du jetzt gerade die Hosen voll hast oder nicht, ich bin für dich da und ich sorge für dich, ich schütze dich und ich freue mich an dir, ganz wichtiger Punkt, all diese Dinge. Und das kann man nicht befehlen, sondern das ist etwas, was in jedem einzelnen Menschen als Potenzial da ist, aber eben durch das, was in unsere Köpfe so reingefüllt wurde, in den letzten 60, 70 Jahren besonders, aber auch schon, es gab vorher auch schon schwarze Pädagogik, ist es oft verschüttet. Aber eigentlich haben wir es alle. Und das ist das, was mir auch den Mut gibt, obwohl ich natürlich auch sehe, dass das, was in den Institutionen im Moment abläuft, in den allermeisten Fällen nicht optimal ist für die Entwicklung der Kinder. Okay, soweit für heute? Ja, danke schön. Alles klar.